Wir haben verloren. Aber Holstein, zweite Liga, wir sind dabei. Holstein Kiel. KSV, nie mehr dritte Liga. Nie mehr dritte Liga, weißt du? Genau, nie mehr dritte. Ja, schön, dass ihr drauf seid wieder auf meinem Kanal. Es ist Mathezeit. Mathezeit, wieder eine Woche rum. Und wir beschäftigen uns heute mit dem, was habe ich vorhin gesagt? Kosinussatz. Richtig, mit dem Kosinussatz. Was war da? Ein Haar. Ein Haar. Gut, danke, dass du mich hier noch hübsch machst vor der Kamera. Ne? Also, Kosinussatz. Wir hatten letztes Mal den Sinussatz besprochen. Erinnerst du dich noch? Ja. Sinussatz? Gut, soll ich das jetzt nochmal abfragen? Mach doch. Ja, Sinussatz? Mhm. Sag mal, was ist der Sinussatz? Beschreib mal, in kurzen Worten. Mit dem Sinussatz kann man Winkel und Seiten eines Dreiecks ausrechnen. Welches Dreiecks? Rechtwinklig. Wenn ihr das gehört habt jetzt, ich gebe euch einen Tipp. Es ist nicht rechtwinklig. Doch. Nee. Also? Beides. Sinussatz, den kann man anwenden oder den wendet man an in einem nicht rechtwinkligen Dreieck. Genau, in einem allgemeinen Dreieck. Und was ist, wenn es nicht rechtwinklig ist? Wenn es nicht? Wenn es rechtwinklig ist. Ja, dann erinnerst du dich vielleicht noch an die trigonometrischen Funktionen. Sinus Alpha gleich Gegenkathete zur Hypotenuse. Ach so, das, ja. Cosinus Alpha gleich Ankathete zur Hypotenuse. Und der Tangens Alpha gleich? Ankathete gegen Kathete. Gegen Kathete, Ankathete. Genau. Die wendet man dann an, wenn man ein rechtwinkliges Dreieck hat. Okay. Ja, in einem nicht rechtwinkligen Dreieck nutzen wir den Sinussatz. Wir könnten den Sinussatz auch in einem rechtwinkligen Dreieck anwenden, machen wir aber nicht. Dann nutzen wir diese anderen drei Funktionen. Ja. Ja? Gut. Ich habe jetzt hier mal ein allgemeines Dreieck aufgezeichnet und was wir jetzt machen. Sinussatz haben wir ja schon ein Video zu gemacht. Wir besprechen heute mal den Kosinussatz. Und zwar kann man den Sinussatz in genau zwei Fällen nicht anwenden. Das ist einmal, wenn man drei Seiten gegeben hat, also Seite, Seite, Seite ist gegeben. Und ein andermal Seite, Winkel, Seite. Ah, sehr gut, da hast du schon Vorkenntnisse. Ja. Genau, wenn man nämlich zwei Seiten und den Winkel dazwischen, wenn man den hat, also diese Konstellation, ja, ja. Seite, Winkel, Seite, dann kann man den Sinussatz nicht anwenden, dann müssen wir den Kosinussatz anwenden. Und ja. Wie der funktioniert, das zeige ich dir jetzt einmal. So, wir haben jetzt hier ein allgemeines Dreieck und du siehst Alpha, Beta, Gamma, ja? Ja. Und ABC, also sage ich mal so ein stinknormales Dreieck, wie man es kennt, auch mit ja. den Bezeichnungen. Und der Kosinussatz, den stellst du jetzt wie folgt auf. Du nimmst dir irgendeine Seite, sag mal eine Seite, A, B oder C? C. C. Dann schreibst du in C Quadrat. Ja? Und ja. wir können ja auch gleich mal für A Quadrat und für B Quadrat das Ganze machen. Ja. Wenn wir C Quadrat haben, dann kommt jetzt hier hin. A. Quadrat. A Quadrat plus B Quadrat. B Quadrat. Das heißt, die anderen beiden Seiten. In dem Fall wäre das dann B Quadrat. B Quadrat plus C Quadrat. C Quadrat. Die Reihenfolge hier wäre egal, weil ich addiere das ja. Ja. Ne? Kein Problem, kann ich auch vertauschen. Und hier bei B könnte ich dann machen A Quadrat plus C Quadrat. Genau. So, das sieht fast aus wie Pythagoras. Jetzt kommt Minus und dann kommt 2 mal und jetzt wieder diese beiden Seiten hier. AB. Genau. BC. Richtig. Und AC. Richtig. Das heißt, wenn ich die Seite C suche, dann schreibe ich hier die beiden anderen Seiten hin zum Quadrat mit Plus. Minus 2 mal, das steht in der Formel, Minus und 2. Dann wieder diese beiden Seiten A und B und noch Cosinus Gamma. Genau, mal Cosinus
Und jetzt deshalb heißt der natürlich Kosinussatz, weil jetzt muss auch ein Kosinus drin vorkommen. Und jetzt immer der Winkel, der dieser Seite gegenüber liegt. Also Gamma. Gamma liegt ja hier C gegenüber, also kommt hier Gamma hin. Hier A. Alpha. Liegt Alpha, richtig, gegenüber. Und in der Seite B Beta. Liegt Beta gegenüber. Beta. Das heißt, wenn ich eine Seite ausrechnen möchte, kann ich entweder hier diese Formel nutzen oder diese Formel nutzen. Was muss ich am Ende noch machen, wenn ich jetzt hier das Ganze berechnet habe? Moment. Wenn ich jetzt hier das Ganze berechnet habe, so, nehmen wir mal an, du hast jetzt hier Zahlen eingesetzt und dann steht da am Ende zum Beispiel c² gleich 49. Was müsstest du jetzt noch machen? Hast du bist jetzt schon fertig? Wenn am Ende da steht c² gleich 49. Du hast also das jetzt alles ausgerechnet. Du hast a, b und den Winkel Gamma eingesetzt. Ne? Wir haben ja gesagt, den Kosinussatz musst du verwenden, wenn du zwei Seiten hast, also zum Beispiel A, B und den Winkel dazwischen, Gamma. Und hier haben wir A, B und den Winkel Gamma. Ja. Und jetzt rechnen wir das aus und kriegen da zum Beispiel 49 raus. Ja. Was muss man jetzt noch machen? Wurzel ziehen. Ja, und warum? Hier steht ja... Weil es c Quadrat ist und nicht c. Richtig, das heißt, ich ziehe hier nochmal die Wurzel und dann komme ich zum Beispiel, ja, zb natürlich, zum Beispiel auf 7. Gut, das gucken wir uns jetzt nochmal an einem anderen Dreieck an. Ups, so, ich habe hier jetzt nochmal ein schönes anderes Dreieck aufgemalt, ja. Die Winkel Alpha, Beta und Gamma, die haben wir hier auch, aber die liegen jetzt an einer anderen Stelle. Ja. Und wir haben jetzt mal andere Seiten, R, S und T. Ja. Sodass man jetzt nicht mit diesem, man kann jetzt nicht dieses, diese Formel auswendig lernen, ne? So, dass man weiß, ach ja, A Quadrat ist gleich B Quadrat plus C Quadrat minus 2BC mal Cosinus Alpha. Das hat man sich so gemerkt, ne? So auswendig gelernt, sondern du musst ja das Prinzip wissen, was muss wohin. Ja. Und das gucken wir uns jetzt hier einmal an. Ja, hier haben wir jetzt also R, S und T. Ja? Mhm. Und du sollst jetzt einmal hier den Kosinussatz aufstellen. Also sage ich, sage jetzt einfach mal für S. S Quadrat gleich. Wie wäre das? T Quadrat. Ja. Plus R Quadrat. Genau, warum T und R? Weil das die anderen beiden Seiten sind. Richtig. Minus 2 mal TR mal Cosinus S. Gamma. Genau, Gamma hier, ne? Da liegt S gegenüber von Gamma. Ja. Hier ist natürlich ein Mal dazwischen, ja? Zwischen 2, TR und Cosinus Gamma ist ein Mal dazwischen. Richtig. Für R Quadrat würde das Ganze wie aussehen? S Quadrat plus T Quadrat minus 2ST genau. Mal Cosinus Beta. Ja. Und natürlich jetzt nochmal für T Quadrat. R Quadrat plus T S Quadrat. Ah, ich dachte schon gerade. Minus 2RS. Mal Cosinus Alpha. Ja, okay, super. Das heißt also, wenn ich jetzt hier in dem Fall die Seite S gegeben hätte, die Seite R gegeben hätte und ich hätte den Winkel Alpha, dann könnte ich hier welche Formel benutzen, um das auszurechnen? Genau, dann könnte ich T berechnen. Richtig. Ja, was macht man aber nun, wenn man den Winkel berechnen will? Ich habe ja gesagt am Anfang, es gibt genau zwei Möglichkeiten oder beziehungsweise zwei Situationen, in denen man den Kosinussatz anwenden muss. Das ist einmal Seite, Winkel, Seite. Und? Das haben wir gerade gemacht, ja, wenn ich den zwei Seiten habe und den Winkel dazwischen. Und eine
Seite, Seite, Seite. Genau, eine Konstellation gibt es eben auch noch. Drei Seiten sind gegeben und dann kann ich eben den Winkel ausrechnen. Weil wenn ich alle Seiten gegeben habe, dann brauche ich keine Seite ausrechnen. Ja. So, ich habe hier nochmal ein allgemeines Dreieck aufgezeichnet. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir formen jetzt einmal ganz kurz den Kosinussatz um, sodass wir den Winkel ausrechnen können. Ja. So, hier haben wir jetzt unser Dreieck. Und jetzt stell doch mal irgendeinen Kosinussatz eben auf. Das heißt, Kosinus, wir fangen. Kosinus, Beta. Nee. Wir fangen an, den Kosinussatz, so wie wir ihn gerade gelernt haben, aufzustellen. Also, ich sag mal. Alle nochmal. Nein, nur t Quadrat gleich. Gleich s Quadrat plus r Quadrat. Genau, also die beiden anderen Seiten. Minus 2sr. Genau, wieder die anderen beiden Seiten. Cosinus Alpha. Warum Alpha? Weil das der Winkel gegenüber von t ist. Richtig. So, jetzt möchten wir aber, da wir jetzt, ich sag mal, in unserem Beispiel drei Seiten gegeben haben, möchten wir Alpha ausrechnen. Und das machen wir wie folgt. Wir bringen s und r auf die andere Seite. Also minus s Quadrat und auch minus r Quadrat. Ja. Dann steht hier t Quadrat minus s Quadrat minus r Quadrat gleich minus 2s mal r mal Cosinus Alpha. Richtig. Und jetzt durch wollen wir das haben, müssen also plus das. Ja, plus oder durch, das ist die Frage. Durch. Ja, warum nicht plus? Weil? Weil dann Punkt. Dann, ja genau. Vor? Strich. Rechnung. Richtig. Punkt vor Strichrechnung. Also hier geteilt durch minus 2sr. Das bedeutet, hier haben wir jetzt t Quadrat minus s Quadrat minus r Quadrat geteilt durch minus 2sr gleich Cosinus Alpha. Ja. Jetzt setze ich eben die Seitenlängen ein. Und dann hat man den Winkel. Genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 0,89 hier rauskriegen, gleich Cosinus Alpha. Dann ist das ja, das ist doch komisch, was ist denn das für ein Winkel, 0,89 Grad? Das ist ja seltsam. Wie kann das denn sein? Keine Ahnung. Könnte das rauskommen? Nee, glaub nicht. Ja doch, bestimmt. Unwahrscheinlich. Was wolltest du nochmal ausrechnen? Winkel. Richtig. Das heißt also, du willst haben Alpha, ne? Ja. Hier steht aber Cosinus Alpha. Was musst du also noch tun? Aha, was hast du gedrückt? Erklär mal eben. Shift Cosinus. Ah, also musst du hier nämlich noch Cosinus hoch minus 1 machen. Also auf dem Taschenrechner Shift Cosinus drücken. Das ist dann Cosinus hoch minus 1. Ja, rechne ruhig mal aus, was da rauskommt. 0,89 gleich Alpha. Und was ist das? 27,12675312569 und so weiter. Ja, genau. Mir reichen da drei Stellen. Also ungefähr 27,127 Grad. Genau. Also auch hier nochmal Shift Cosinus auf den Taschenrechner drücken. Oder wenn ihr einen anderen Taschenrechner habt, bei dem das durch eine andere Kombination zu drücken ist, einfach Cosinus hoch minus 1. Ja, ich kann also auch hier den Winkel ausrechnen. Und wir wollen jetzt einmal ganz kurz noch eine Aufgabe rechnen. Und zwar folgendes. Gegeben ist ein Dreieck, welches nicht rechtwinklig ist. Und dummerweise
ist kein einziger Winkel gegeben, sondern nur drei Seiten. Und die Seiten sind... die Seiten hier, 10, 6 und 8 sind gegeben. Und die Winkel, ja, kenne ich nicht. Also komme ich hier nur mit Hilfe des Kosinussatzes weiter. Und welchen Winkel wir jetzt zuerst ausrechnen, ist egal. Ja. Ja? Wir stellen einfach den Kosinussatz noch einmal auf. Mit Hilfe der Seite. Also wir nehmen uns irgendeine Seite, 8 Quadrat zum Beispiel. Ja? Ja. Gleich 10 Quadrat plus 6 Quadrat minus 2 mal 10 mal 6 mal Cosinus 8. Also hier Beta. Beta. Warum Beta? Weil es gegenüber von 8 ist. Genau. So, Beta wollen wir jetzt ausrechnen, wollen es nach Beta auflösen, bringen also diese beiden Sachen mit Minus auf die andere Seite, sodass dann da steht 8 Quadrat minus 10 Quadrat minus 6 Quadrat gleich minus 2 mal 10 mal 6 mal Cosinus Beta und rechnen jetzt geteilt durch minus 2 mal 10 mal 6. Genau. Wir können das nämlich ganz beruhigt alles auf einmal auf die andere Seite nehmen. Also 8 Quadrat minus 10 Quadrat minus 6 Quadrat durch minus 2 mal 10 mal 6. Ja, schnapp dir mal den Taschenrechner und rechne mal aus, was da rauskommt. Ja, was hast du raus? 53,130123,5. Darf ich mal sehen? Du solltest jetzt nicht den Winkel schon ausrechnen, sondern einfach nur mal ja. 8 Quadrat minus 10 Quadrat minus 6 Quadrat geteilt durch minus 2 mal 10 mal 6. Mehr nicht. So, 3 Fünftel. Okay. 3 Fünftel gleich Cosinus Beta. Und was hast du jetzt schon gemacht? Den Winkel ausgerechnet. Richtig. Und was musst du dafür noch drücken? Hier? Shift. Genau. Mach mal. Genau, das mach nochmal eben. Also Cosinus hoch minus 1. Dann haben wir Cosinus hoch minus 1 von 3 Fünftel gleich Beta. Und was kam dann nochmal raus? 13 ungefähr. Super, jetzt haben wir Beta. Als letztes heute nochmal ganz kurz eine Aufgabe, wenn wir jetzt Seite, Winkel, Seite haben. Ja? Also wir haben hier eine Seite, die ist 20. Wir haben hier eine Seite, die ist 15. Und wir haben den Winkel dazwischen 29 Grad. Also die Konstellation... Seite, Winkel, Seite. Richtig. Seite gegeben, Winkel gegeben, Seite gegeben. Und was können wir jetzt ausrechnen? Die dritte Seite. Richtig. Wir haben Seite, Winkel, Seite. Ne? Mhm. Und können die gegenüberliegende Seite jetzt ausrechnen. Das machen wir. Wir nennen sie mal x. So, das heißt, ich fange an, den Kosinussatz aufzustellen mit x² gleich 15². Kann ich, wieso nicht 20². Kann man auch nehmen. Genau. Plus 20² minus 2 mal 15 mal 20 mal Cosinus 29°. Ja. Gleich x². Ja. Das tippen wir jetzt mal schnell in den Taschenrechner ein. Und da kommt raus 100,23 gerundet. Deswegen mache ich hier so ungefähr Zeichen hin. Und was muss ich jetzt noch tun? Sag mal. Wurzel ziehen. Wurzel ziehen. Und dann drücke ich nur Wurzel von 1 Answer. Und. Genau. Also mit Answer hier. Ne?
setzt du immer den letzten Wert, den du ausgerechnet hast, in eine weitere Rechnung ein. Ja? Also kommt hier raus ungefähr 10,01. Die Seite x wäre hier also 10,01. Wenn du mit dem Kosinussatz eine andere Seite ausgerechnet hast, ja, in diesem Fall hier, ne, die Seite x, die dritte Seite ausgerechnet hast, oder aber, wie gerade, als wir die drei Seiten gegeben haben, wenn du da einen Winkel ausgerechnet hast, ja, dann kannst du den Sinussatz anwenden. Immer danach den Sinussatz anwenden, richtig, wenn du die weiteren Größen berechnen willst. Das bedeutet, du brauchst den Kosinussatz definitiv nur einmal. Du musst aber nicht unbedingt mit dem Sinussatz weiterarbeiten. Du kannst auch weiter den Kosinussatz nehmen. Ja. Das musst du selber entscheiden, was dir da am einfachsten fällt. Und immer dran denken, wenn man zwei Winkel hat, berechnet man sofort den dritten Winkel, indem man 180 minus diese anderen beiden Winkel rechnet. Ja? Ja. Weil alle drei Winkel im Dreieck zusammen sind immer 180 Grad. Genau, 1, 8, 0, 180 Grad, immer alle drei Winkel in einem Dreieck. Das ist sozusagen die Winkelsumme. Ja. Ja? Gut, der Kosinussatz und der Sinussatz, die haben wir hier relativ schnell abgehandelt. Sind ja auch nicht so schwer. Findest du? Ja. Ja, also ich finde, das sieht vielleicht nicht so schwer aus, aber sobald du eine Textaufgabe hast, eine Anwendungsaufgabe... Ja, dann, aber wenn man jetzt immer so einen Winkel und zwei Seiten oder so, ist nicht schwer. Ja, gut. Gut, dass du das nicht so schwer findest. Ich finde, man könnte schon länger darüber reden, man müsste viel mehr Aufgaben natürlich rechnen jetzt nochmal, das würden wir auch machen, wenn wir mehr Zeit hätten. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwelche Aufgaben zusätzlich hier online stelle und die mal vorrechne. Aber das Prinzip des Kosinussatzes und das Prinzip des Sinussatzes habt ihr, glaube ich, verstanden. Denn das haben wir jetzt in den letzten beiden Wochen behandelt. Ja? Ja. Für uns heißt es heute genug mit Mathe. Ich persönlich hoffe, dass Kaiserslautern nächste Woche nicht absteigt in die dritte Liga. Haben die gewonnen? Heute? Nee, die haben verloren gegen Aue. 1-0. In der? Nee, in der. Nicht in der. In der zweiten Halbzeit. Die haben verloren. Aber Holstein, zweite Liga. Wir sind dabei. Holstein Kiel. KSV, nie mehr dritte Liga. Nie mehr dritte Liga, weißt du? Genau, nie mehr dritte Liga. Und KSV, hoffentlich. Na, wir wollen, nein, wir wollen jetzt nicht. Wir wollen jetzt nur sagen, Holstein, zweite Liga, wir sind dabei. FIFA. Alles klar, bis nächste Woche. Finn und Andreas sagen tschüss. So, tschüss Finn.